Ich glaube, da bewegt sich jetzt nichts mehr. Von dem her würde ich sagen, wir legen los. Also nochmals ein herzliches Hallo an alle auch meinerseits. Mein Name ist Sandra Ecker und ich möchte Sie ganz herzlich zu diesem Webinar begrüßen. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich arbeite als Kundenberaterin bei Genetica Group, ein Unternehmen, was im Bereich von Beratung und Marketing tätig ist. Und in diesem Zusammenhang setze ich mich vor allem mit Betriebs- und Marktanalysen auseinander, um darauf aufbauend eben Strategien für unsere Kunden zu entwickeln. Auch in diesem Webinar anwesend sind unsere Kundenbetreuer, die sozusagen von ihrem Bildschirm aus das Ganze mitverfolgen. Dieses Webinar richtet sich vor allem an Hoteliers, ich aber sicherlich auch für Unternehmen und Freiberufler von Nutzen. Warum seien wir eigentlich heute hier? Wie wir wissen, befinden wir uns alle in einer Ausnahmesituation durch das Coronavirus. Es ist für uns alle eine neue Situation, die uns eigentlich unvorbereitet getroffen hat und deren genaue Entwicklung sich erst zeigen wird. Heute kann man schon sagen, dass der Tourismus und die Wirtschaft generell Einbußen erleiden werden. Aber das ist natürlich ein Fakt, den wir als Einzelner nicht beeinflussen können, außer natürlich, indem wir daheim bleiben. Es ist ein Moment, beziehungsweise es gilt, diesen Moment des Stillstands, wo ein bisschen sozusagen es langsam angehen lassen müssen, so gut es geht zu nutzen. Und zwar, dass wir uns mit Dingen befassen, für die der Alltag uns sonst wenig Zeit lässt, die aber für einen Betriebserfolg nichtsdestotrotz sehr wichtig sind. Das heißt, ob wir uns die heutigen Stärken als Gastgeberland, als des Südtourismus kennen und ob wir auch Bescheid darüber wissen, was im Morgen sein könnte. Ziel dabei muss es sein, so sich Kenntnisse zu schaffen, die es uns ermöglichen, die Wettbewerbsfähigkeit des Südtourismus mittel- und langfristig eben zu garantieren bzw. zu fördern. Und das ist genau das, worauf ich mit Ihnen in diesem Webinar in der nächsten halben Stunde gern eingehen würde. Weil sich es eben um ein Webinar handelt, ist es so, dass Sie zwar mich hören, ich aber nicht Sie hören kann. Deshalb würde ich Sie bitten, die Funktion Q&A, also Q&A, im unteren Bereich von Ihrem Bildschirm zu nutzen. Da ist eben genau dieses Icon sozusagen, wenn Sie da draufklicken, kommen Sie in eine Art Chat-Funktion, wo ich Sie dann bitten würde, eventuelle Fragen dort hineinzuschreiben, damit nichts Wertvolles verloren geht und wir am Ende vom Webinars die wichtigsten Fragen dann durchgehen können. So, was schauen wir uns heute dann eigentlich genau an? Zunächst schauen wir uns an, was die heutige Situation Südtirols als Tourismusdestination ist und dann schauen, wohin es in der Zukunft gehen könnte, was also mögliche Trends sind. Und schlussendlich versuchen wir dann daraus abzuleiten, wo mögliches Handlungspotenzial liegt. Dabei, wie schon der Titel von diesem Webinar sagt, beziehen wir uns auf den Bericht Zukunft Tourismus Südtirol 2013, 30, welcher vom Südtiroler Marktforschungsinstitut Eurag Research im Auftrag von dem WIFO-Institut der Handelskammer Bozen und in Zusammenarbeit mit HGV und IDM Südtirol ausgearbeitet worden ist. Welches ist also die heutige Situation, in der wir uns befinden und die wir erst verstehen müssen, um für die Zukunft weiterdenken zu können? Ich glaube, ganz am Anfang von diesem Diskurs steht die Frage, also ganz eine grundsätzliche Frage, wofür Südtirol eigentlich steht. Südtirol, so zeigen die Ergebnisse von der Eurag, steht für Wandern und Landschaft, Genuss und Kulinarik und Gastfreundschaft. Wenn man sich diese Faktoren genauer anschaut, so sieht man, dass das Faktoren zweierlei Natur sind. Einerseits einmal seien das sozusagen Kontextfaktoren, Eigenschaften des Ortes, aber auf der anderen Seite geht es auch um zwischenmenschliche Beziehungen. Also scheinen die auch eine bestimmte Wichtigkeit zu haben, beziehungsweise die Beziehung zwischen Gast und Gastgeber auf der einen Seite, aber auch zwischen Gast und der einheimischen Bevölkerung auf der anderen. Ein weiteres wichtiges Thema für manche Märkte ist das Thema Winter, wo aber die Eurag aufzeigt, dass das tendenziell an Bedeutung verliert. Andere Themen, was aufkommen, was auch eine bestimmte Wichtigkeit haben, sind Familienurlaube, Kultur und Sehenswürdigkeiten, aber auch Radfahren. Nachdem wir jetzt sozusagen ein bisschen angeschaut haben,
wofür Südtirol eigentlich steht. Ich glaube, ich können Sie die nächste Frage schon kommen sehen. Es ist sozusagen im Umkehrschluss, wofür steht Südtirol dann eigentlich nicht? Südtirol steht laut euren Ergebnissen nicht für Internationalität, Barrierefreiheit und Jugendfreundlichkeit. So, jetzt wissen wir, wofür Südtirol steht und wofür Südtirol nicht steht. Dann natürlich als nächster Schritt möchten wir auch wissen, woher unsere Gäste eigentlich kommen. Mit wem sozusagen der Tourismus in Südtirol sein Geschäft macht. Da hat eine Befragung der Beherbergungsbetriebe gezeigt, dass sich die Ziel- bzw. Zukunftsmärkte in 4 große Gruppen unterteilen lassen, die dann sozusagen nach Wichtigkeit gereiht werden. Die erste Gruppe setzt sich aus Deutschland und Italien zusammen, wobei Deutschland der Wichtigkeit nach an erster Stelle und Italien der Wichtigkeit als Zielmarkt an zweiter Stelle steht. Die zweite Gruppe, da haben wir eine Reihe von relativ nahen Ländern auch drinnen. Das sind die Schweiz, Österreich, aber auch Niederlande und Belgien. Während schon in der dritten Gruppe, mal ein bisschen schon weiter in die Fernmärkte begeben, da haben wir relativ viele Länder drinnen in der dritten Gruppe. Das seien Länder vor allem aus Ost- und Nordeuropa. Und zusätzlich zum Beispiel noch Frankreich, USA und Russland. Und dann in der letzten Gruppe, in der vierten Gruppe, da haben wir wirklich schon relativ weit entfernte Märkte auch drinnen. Das seien Kanada, Japan und China. Wenn der Gast dann erst einmal in Südtirol ist oder sich informiert, was er sich eigentlich in Südtirol, was er dort eigentlich tun will, dann stellt sich die Frage, was sind besondere Attraktionen beziehungsweise besondere Anziehungspunkte für ihn. Da zeigen die Studienergebnisse, dass die Dolomiten, also nicht die Zeitung, sondern vielmehr das Dolomitengebiet, als Tourismusmagnet funktioniert. Weitere wichtige Punkte sind zum Beispiel Schloss Trautmannsdorf im Meran, das Reinhold-Messner-Museum, aber auch zum Beispiel der alljährliche Weihnachtsmarkt. Wie Sie sehen, das sind recht typisch für typische Events, typische Museen und Sehenswürdigkeiten des Landes. Solche Attraktionspunkte gilt es natürlich in der eigenen Umgebung dann für jeden Hotelier, für jeden Tourismusanbieter zu identifizieren, weil die natürlich auch Gäste anlocken können. Und das sind dann Dinge, die man mit entsprechenden Instrumenten online und offline sehr gut vermarkten kann. Um den Gast für Südtirol wirklich zu begeistern, braucht man letztendlich eine Kombination aus verschiedenen Leistungen, die den Aufenthalt alles miteinander zu einem Erlebnis machen. Was bedeutet das für uns? Wenn ein Tourist zu uns nach Südtirol kommt, dann sucht er letztendlich nicht nach einzelnen Dienstleistungen oder Produkten, sondern vielmehr nach erinnerungswürdigen Momenten, beziehungsweise den sogenannten Energiebündeln, von denen er dann daheim erzählen kann. Der Begriff Energiebündel ist ein zentraler Punkt auch in der EURAG-Studie und ich persönlich finde das Konzept sehr interessant, weil es mir effektiv einen Ansatz gibt, wie ich mein Angebot auf die Bedürfnisse des Gastes ausrichten kann und so für ihn unvergessliche Erlebnisse schaffen kann. Ja, dann fragen Sie sich, da haben Sie ja recht natürlich, alles gut und recht, aber wie kann man das effektiv angehen? Dabei ist sicherlich sehr nützlich, sich ein paar grundlegende Fragen zu stellen. Eine von den Fragen kann zum Beispiel sein, warum reist mein Gast, wonach sucht er? Das heißt ganz zusammenfassend, was ist sein Reisemotiv? Oder was genau möchte er sehen? Was möchte er besichtigen? Also was sind die wesentlichen Attraktionspunkte für ihn. Wohin reist er konkret? Also was ist die Destination, der Urlaubsort, den er erreichen möchte? Wann reist er? Also da spreche ich jetzt zum Beispiel von den Saisonen. Und woher kommt er? Also was ist seine Herkunft, was sind seine kulturellen Hintergründe und vielleicht auch Bedürfnisse, die sich daraus ergeben? Zu diesem Thema der Ergebnisbündel hat sich auch die EURAG natürlich Gedanken gemacht und hat da versucht, sowohl aus Sicht der Beherbergungsbetriebe als auch aus Sicht des Gastes diverse Erlebnisbündel zu identifizieren.
Aus Sicht von den Beherbergungsbetrieben bzw. Hotels und so weiter sind es vor allem vier Erlebnisbündel, nämlich Erlebnis Dolomiten, Alpin-Mediterraner Genuss, Südtiroler Berge aktiv entdecken und traditionelles Südtirol. In Bezug auf Erlebnis Dolomiten spricht es vor allem den Gast an, der auf der Suche nach aktiv sein und nach Wellness ist und ein Interesse für Nachhaltigkeit und Naturschutz hat. Das sind tendenziell internationale Gäste mit hohem Preisniveau und das ist sowohl für die Winter- als auch für die Sommersaison interessant. Auf der anderen Seite spricht das Energiebündel des alpin-mediterranen Genusses vor allem jene an, die auf der Suche nach einer Mischung aus alpinem und mediterranem Flair sein und das in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel in Sport, in Kulinarik, Kultur und so weiter. Und da haben vor allem deutsche Gäste ein Interesse daran und das besonders in den Sommermonaten. Ein drittes Erlebnisbündel ist jenes des aktiven Entdeckens der Südtiroler Berge. Wie schon der Begriff da sagt, ist da effektiv die Suche nach einem Aktivsein da, wobei das Aktivsein von sehr starker bis auch leichter körperlicher Betätigung reichen kann und manchmal auch gerne mit Wellness-Angeboten kombiniert wird. Das sowohl in den Winter- als auch in den Sommermonaten. Nicht zuletzt spricht traditionelles Südtirol vor allem jene an, dann, die auf der Suche nach Ruhe, nach der traditionellen Südtiroler Bergkultur oder nach unserer Südtiroler Identität sind und auch gerne in die unberührte Berglandschaft hinausgehen. Das im Sommer wie im Winter. Wenn wir vielleicht kurz jetzt die Perspektive in die andere Richtung ausrichten, also auf die Gäste umschwenken, dann hingegen haben wir wieder vier zentrale Erlebnisbündel, wobei sich zwei davon mit denen, was wir jetzt gerade gehört haben, überschneiden. Das ist einmal der alpin-mediterrane Genuss und andererseits auch das Aktivsein der Südtiroler Berglandschaften. Hinzu kommen dagegen noch Südtiroler Bergerlebnisse, speziell für internationale Märkte, und das Thema der Kurzurlaube in Südtirol. Wobei dieses Thema der Kurzurlaube fällt dann eigentlich schon in den Bereich eines sich ändernden Gästeverhaltens, was immer mehr in Richtung einer kürzeren Aufenthaltsdauer geht, späte Buchungen und auch höhere Ansprüche. Das heißt, die Gäste bleiben mir sozusagen weniger lange da und verlangen aber in dieser Zeit mehr Qualität, was natürlich für jeden einzelnen Betrieb, für jeden einzelnen Anbieter dann eine Herausforderung ist, entsprechende Angebote auch anzubieten. Wir haben jetzt gehört, was die aktuelle Wahrnehmung vom Tourismus in Südtirol heute ist und was wesentliche Ergebnisbündel sein. Was uns natürlich jetzt brennend interessiert, ist, wohin geht es dann eigentlich in der Zukunft? Was seien Entwicklungen, die man sich für die Zukunft vorstellen kann? Dazu hat die EURAG sich mit Befragungen von verschiedenen regionalen und internationalen Experten mit denen durchgeführt und dann auch eine Rücksprache-Runde mit den regionalen Beherbergungsbetrieben eben gemacht. Und da wirklich eine Reihe von Trends identifiziert, die in letztendlich acht große Bereiche fallen. Ein erster Bereich ist sicherlich die Rolle des Beherbergungsbetriebs als Arbeitgeber. Wie in jedem anderen Unternehmen oder Betrieb sind natürlich da die Mitarbeiter das Aushängeschild von jedem Hotel, von jedem Beherbergungsbetrieb. Und aber in der Falle des Tourismus Südtirol eben nicht nur des Betriebes selbst, sondern auch des ganzen Landes und seiner Identität. Entsprechend ist natürlich eine große Herausforderung, da qualifiziertes Personal zu finden und letztendlich zu binden. Das heißt, die eigene Attraktivität als Arbeitgeber vor allem in Bezug dann auch auf einheimisches Personal zu stärken. Und da gehen die Überlegungen immer mehr auch in Richtung einer Work-Life-Balance und Arbeitszeitstrukturierung und diese ganzen Sachen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch auf Südtirol als Gastgeberland zu achten, weil natürlich die einheimische Bevölkerung und ihre Gastfreundschaft, aber auch ihre Authentizität ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Tourismus in unserem Lande sind. Und da ist natürlich sehr wichtig, immer die Balance zu halten zwischen Identität auf der einen Seite
aber natürlich auch Offenheit für Neues auf der anderen Seite. Von wesentlicher Bedeutung ist dann auch eine sektorübergreifende Kooperation. Das heißt, eine enge Zusammenarbeit mit anderen Bereichen aus Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch mit anderen Anbietern. Da kann man zum Beispiel an die Zusammenarbeit mit verschiedenen Attraktionspunkten der Umgebung oder auch mit Mobilitätsanbietern denken, um so gemeinsam Kombiangebote zu schaffen und eben das ganz im Sinne der Erlebnisbündel dann auch zu gestalten, das Angebot dem Gast gegenüber. Die Vermarktung der Destination natürlich als Gesamtes, das heißt, indem verschiedene Akteure da zusammenspielen, hilft uns natürlich auch, die Effizienz der Aktivitäten zu steigern. Das heißt, das bringt dann natürlich Kosteneinsparungen für jeden Einzelnen mit sich. Ein großer Trend, in der es hier im Lande und aber natürlich vor allem auch auf globaler Ebene immer mehr geht, ist die Digitalisierung und die Innovation. Die Digitalisierung ist natürlich ein globales Phänomen, wo es aber in Südtirol aktuell nur Aufholbedarf gibt. Was natürlich auch für den Tourismus relevant ist, weil auch da die Bedeutung von den digitalen Dienstleistungen, von den Kommunikationsinstrumenten, aber auch von den digitalen Buchungsprozessen immer mehr zunimmt. Was es natürlich für uns wichtig macht, eine sogenannte digitale Kompetenz aufzubauen. Aus Sicht der Innovation sehen wir dann außerdem in Südtirol schon die ersten neuen Beherbergungskonzepte, wie zum Beispiel, was weiß ich, Themenhotels oder auch Baumhaushotels. Und bei solchen Sachen ist es natürlich auch wichtig, dass sich Innovation und genaue Überlegungen in die Balance halten. Was ich damit meine, ist eher nicht je mehr, desto besser bei den Investitionen, sondern Investitionen wirklich gezielt einzusetzen. In Bezug auf die Märkte geht der Trend in Richtung einer, sagen wir, Balance zwischen bestehenden und neuen Märkten. Was heißt das? Das heißt, einerseits befindet sich Südtirol in einer strategischen Position an einer Schnittstelle zwischen Italien und den deutschen Märkten, also Österreich, Deutschland und weiteren. Und das macht sie natürlich für uns als Nahmärkte, sowohl aus geografischer als auch aus kultureller Sicht, sehr interessant, was sich auch natürlich, wie wir gesehen haben, in den Zukunftsmärkten auch Wichtigkeit widerspiegelt. Allerdings haben wir damit einen starken Abhängigkeitsgrad von diesen Märkten, wobei es eine Überlegung sein könnte und der Trend in die Richtung geht, diesen Abhängigkeitsgrad zu verringern, und zwar zugunsten weiterer Märkte. Dabei haben vor allem eben ost- und nordeuropäische, aber auch einige asiatische Märkte Potenzial. Und im Rahmen des Reports der EURAC werden zum Beispiel Polen und Großbritannien als sehr interessante Märkte dargestellt und auch genauer beschrieben, wo ich Sie einladen würde, gegebenenfalls diese eben im Detail durchzulesen, was natürlich in der kurzen Zeit, die wir jetzt hier haben, nicht genauer darauf eingegangen werden kann. Aber in Anschluss an dieses Webinar in den nächsten Tagen schicken wir Ihnen gerne den Report und den gesamten Bericht dann zu, damit Sie sich diese Sachen zum Beispiel auch nachlesen können. Wenn wir dann neue Märkte sozusagen ansprechen, dann ist natürlich wichtig, die Voraussetzungen dafür auch zu schaffen. Zum Beispiel in Hinsicht der Sprache oder auch der Sportarten und weiteren Interessen dieser Gäste. Es geht also darum, zu verstehen, welche Eigenschaften dieser Gast hat und was sein effektives Reiseverhalten dann ist, um entsprechende Produkte und Angebote zur Verfügung stellen zu können. In Bezug auf die Produkte gibt es da eine weitere Erkenntnis der EURAC. Sie haben nämlich klar unterstrichen, dass momentan die Angebote einander relativ ähnlich sind bzw. austauschbar sind. In diesem Sinne ist natürlich auch in Zukunft natürlich wichtig, weiterhin auf Qualität zu setzen, aber vor allem zu schauen, dass man sich immer mehr spezialisiert und klar positioniert, um sich eben von anderen abzugrenzen, zu differenzieren, was natürlich, wenn jeder das macht, in den Preis- und Konkurrenzdruck ein bisschen erleichtert. Nicht zuletzt haben wir gesehen, dass, wenn wir davor gesprochen haben von den Erlebnisbündeln, dann habe ich eigentlich oft auch gesagt, in der Winter-, wie in der Sommersaison, aber auch in der Zwischensaison. Entsprechend ist eine Einsicht auch jene, dass Südtirol effektiv das Potenzial zur Ganzjahresdestination hat
und die Tendenz dahin geht, dieses Potenzial auch verstärkt zu nutzen. Eine Voraussetzung für all dies stellt natürlich eine gute Erreichbarkeit des Urlaubsortes und die Mobilität dar. Hier ist es natürlich, geht der Trend in jene Richtung, dass eben die Verkehrsanbindung immer weiter verbessert wird und auch immer mehr auf nachhaltige Verkehrsmittel, sowohl im öffentlichen als auch im Individualverkehr, umgestiegen wird. Das einerseits, um die Verkehrsrouten zu entlasten, aber andererseits auch, um sozusagen die berühmte letzte Meile besser zu bewältigen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Gast öffentliche Verkehrsmittel verwendet, um an den Urlaubsort zu gelangen, zum Beispiel den Zug, und dann am Bahnhof ankommt, dann muss er trotzdem noch die letzten paar Kilometer irgendwie alleine bewältigen. Und das ist eben dem Individualverkehr gemeint, wo natürlich auch neue Konzepte wie Carsharing und so eventuelle Trends der Zukunft sein könnten, durchaus. Insgesamt dienen vor allem eine Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit, der Informationen und auch nahtlose Übergänge zwischen den einzelnen Mobilitätsangeboten dazu, dass zunehmend versucht wird, das Reisen selbst schon als Erlebnis zu gestalten. Das heißt, das Erlebnis fängt nicht erst in der Urlaubsdestination an, sondern schon in der Reise dorthin. Nicht zuletzt sind auch Umweltschutz und Nachhaltigkeit wichtige Themen. Ich glaube, das ist nicht nur im Tourismus so, sondern in vielen anderen Sektoren auch, dass einfach der Konsument immer auch nachhaltiger denkt, immer mehr auf Umweltschutz sozusagen achtet. Und das auch an seinem Urlaubsort. Das heißt, er möchte einen Urlaubsort reisen, wo er sich sicher ist, dass er danach, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, wieder heimfahren kann. Diese und weitere Trends führen dann zu sogenannten Handlungsempfehlungen. Das heißt, die EURAG hat darauf aufbauend Empfehlungen abgeleitet, was in der Zukunft getan werden könnte. Das heißt, genauer gesagt, was können Ziele für die Zukunft sein und was kann getan werden, um diese Ziele zu erreichen? Hier haben wir im Rahmen dieses Webinars ein paar die wichtigsten davon für Sie zusammengefasst. Eine erste Handlungsempfehlung könnte dabei sein, beziehungsweise wird vorgeschlagen, nämlich die Steigerung des Internationalisierungsgrades. Diese kann einerseits durch Kooperation mit anderen Akteuren, aber zum Beispiel auch grenzübergreifend in Angriff genommen werden, andererseits auch durch die Schaffung von gezielten Erlebnisbündeln und durch den Ausbau von diversen europäischen Märkten, weil wir ja gehört haben, dass in anderen europäischen Märkten das Potenzial noch zum Teil noch nicht zur Gänze ausgeschöpft ist. Auf der anderen Seite gilt es sicherlich auch, die von dem Gast wahrgenommene Kompetenz zu steigern. Damit meine ich einerseits seinem Bedürfnis nach digitalen Kontaktpunkten immer mehr entgegenzukommen, das heißt Fortschritte in Sachen Digitalisierung zu bewirken, andererseits aber auch sich immer mehr auf weiterzubilden. Das geht in Richtung Mehrsprachigkeit, aber auch in Richtung Kultur. Das heißt, einerseits muss ich meine Heimat gut kennen, also Heimatkunde, aber andererseits ist es sicherlich auch sinnvoll, über fremde Kulturen Bescheid zu wissen, um damit natürlich sich bestmöglich an den Bedürfnissen dieser Kulturen, dieser Gäste auszurichten. Insgesamt muss die Rolle des Tourismus in Südtirol noch besser verankert werden, wobei natürlich alle einen Beitrag leisten können. Das heißt, die einheimische Bevölkerung zum einen, Kooperation der Beherbergungsbetriebe mit anderen Anbietern zum anderen und für den einzelnen Hotelier sozusagen auch die eigene Darstellung als attraktiver Arbeitgeber, um eben diese Gastfreundschaft, um dieses Erlebnis dem Gast sozusagen näher zu bringen. Eine weitere Handlungsempfehlung im Zusammenhang mit dem, was wir bereits gehört haben, ist jene der Optimierung der Erreichbarkeit und der Anbindung, was einerseits durch den Ausbau der Mobilitätsangebote sowohl öffentlicher als auch privater bzw. individueller Natur bewirkt werden kann, aber andererseits auch durch eine zunehmende Vernetzung der Attraktionen, um eben dieses Erlebnisbündel, auch den Pfad möglichst nahtlos zu gestalten.
Sicherlich ist es für uns auch von zentraler Bedeutung, die zentralen Werte und Attraktionsträger Südtirols zu bewahren. Was heißt das konkret? Das heißt, wir müssen uns weiterhin auf das konzentrieren, was uns ausmacht. Also, wie wir gehört haben, die Gastfreundschaft, das Landschaftsbild, Kreativität, kulturelle Authentizität, aber auch die Diversität, wenn man daran denkt, dass bei uns trotzdem verschiedene Sprachgruppen zusammenleben. Weiters ist es von Bedeutung, Südtirol als Ganzjahresdestination zunehmend zu etablieren, und zwar für Urlaube guten Gewissens. Das heißt, hier ist eine mögliche Handlungsempfehlung jene, die Potenziale in den Übergangszeiten immer stärker zu nutzen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die für die nachhaltigen und den Umweltschutz relevanten Aspekte immer besser einzubauen und zu berücksichtigen. Dabei kann man zum Beispiel an eine Ressourcenschonung denken, aber auch an die Bereitstellung von regionalen Produkten. Nicht zuletzt, was für jeden einzelnen Betrieb sehr wichtig ist, ist natürlich, es darauf hinzuarbeiten, den Preis, Kosten und Konkurrenzdruck zu senken. Hier liegt die wesentliche Handlungsempfehlung der EURAG darin, bei den Angeboten anzusetzen. Das heißt, diese weniger austauschbar bzw. einzigartiger zu gestalten, und zwar durch eine stärkere Differenzierung und Spezialisierung. Was eigentlich generell im Bericht zur Geltung gekommen ist, ist der Ansatz eines proaktiven Handelns. Damit meine ich, dass es gilt, für jeden Einzelnen flexibel zu sein und flexibel zu bleiben. Das heißt, das Gästeverhalten muss laufend analysiert und beobachtet werden, um zu verstehen, wie sich die Marktrahmenbedingungen ändern. Kurz und knapp gesagt, es gilt nicht erst dann zu reagieren, wenn sich die Rahmenbedingungen schon geändert haben, sondern frühzeitig zu erkennen, wenn solche Änderungen anstehen oder sich in der Anfangsphase befinden, und dann sich schon aktiv darauf vorzubereiten. Wenn wir das Webinar von heute kurz zusammenfassen, was kann da gesagt werden? Generell können wir uns die Situation Südtirols heute folgendermaßen vorstellen. Einerseits erreichen wir eine mittlere bis hohe Wertschöpfung, müssen dafür aber auf der anderen Seite einen relativ hohen Ressourceneinsatz und einen relativ hohen Kostenpunkt in Kauf nehmen. Positiv für die Gesamtwirtschaft wirkt sich aus, dass wir eine überdurchschnittlich hohe Verteilung der Wertschöpfung auf viele Akteure haben. Was bedeutet das für die Zukunft, beziehungsweise was schlägt hier die EURAG genau vor? Die EURAG schlägt vor, in kein Extrem zu gehen. Sie schlägt einfach vor, dass die bestehende Situation, was eigentlich eine gute Ausgangssituation ist, muss optimiert werden. Das heißt, wir müssen mehr daraus machen. Konkret gilt es also, die Wertschöpfung weiter zu steigern und das durch zum Beispiel durch hochqualitative differenzierte Produkte und durch den internationalen Marktausbau und auf der anderen Seite aber in Ressourceneinsatz und die Kosten zu senken, was zum Beispiel durch eine starke Kooperation mit anderen Mobilitäts- und Attraktionsanbietern wesentliche Synergien schaffen kann, um eben auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Zudem sollte die Verteilungseffizienz weiter gefördert werden und das kann zum Beispiel durch die Präsenz vieler kleiner, familiengeführter Betriebe erreicht werden. Wir haben da jetzt also drei wesentliche Dimensionen: Wertschöpfung, Ressourceneinsatz und Verteilung. Da ist natürlich wichtig, dass egal wie sich dieses Modell entwickelt dann, dass sich diese drei Dimensionen in einem Gleichgewicht halten, damit keiner sozusagen zu stark überwiegt, weil das natürlich zu einem Ungleichgewicht führen würde. So, ganz zum Schluss vielleicht noch ganz ein paar kurze Anmerkungen. Wie wir gesehen haben, kämen wir eigentlich aus einer relativ guten Ausgangslage und befinden uns heute aber in einer unvorhergesehenen Ausnahmesituation, die natürlich nicht nur für Sie und für uns, sondern für die ganze Wirtschaft schwierig ist. Mit der Studie von EURAG möchten wir da mögliche Szenarien und Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, um eben auch dann, sobald die Krise überwunden ist, mittel- und langfristig Erfolg zu haben. In den kommenden Tagen, wie ich bereits angekündigt habe, schicken wir Ihnen gerne den vollständigen Bericht in deutscher Sprache zu.
Und ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt Ihren gestellten Fragen widmen. Jetzt tue ich schnell diesen Chat auf. Das ist ja dieses Q&A. Moment. Hier. Q&A, Fragen und Antworten. Da sehe ich das momentan, woher die einzelnen Aussagen stammen. Wofür steht Südtirol? Das ist eben aus der Studie von euch in diesem Bericht. Hierfür hat man einerseits die Beherbergungsbetriebe gefragt, andererseits aber auch das Suchverhalten auf Google und so weiter eben genauer betrachtet. Genauere Ausführungen dazu können wir natürlich Ihnen dann allem zukommen lassen. Und wenn Sie dann im Bericht dann das auch, können Sie es dann im Detail nachlesen, weil da eben sehr viele verschiedene Instrumente angewandt worden sind, um eben diese Studie zu machen. Da sind von Expertenbefragungen bis die Beherbergungsbetriebe, bis das Online-Suchverhalten. Da sind wirklich sehr viele Sachen kombiniert worden, um eben verschiedene Perspektiven sehen zu können. Das heißt, einerseits, wie wir gesehen haben, die Angebotssicht, dann auch die Sicht weiterer Tourismusanbieter, wie zum Beispiel der Mobilität oder Attraktionspunkte, aber auch die Sicht der Gäste selbst, beziehungsweise der Leute, die nach einem Urlaub in Südtirol oder ähnlichen Suchbegriffen im Internet suchen. Wenn noch weitere Fragen sind, können Sie diese jetzt gerne noch reinschreiben. Ansonsten würde ich einfach vorschlagen, dass Sie bei tiefgehenderen Fragen oder Anliegen, das heißt, wenn Sie wirklich Fragen zu spezifisch auf Ihren Fall bezogen haben, dass Sie uns da direkt unter info@genetica.marketing kontaktieren und wir Ihnen dann natürlich gerne ein Feedback darauf geben und das dann auch im individuellen Gespräch dann miteinander besprechen. Ich würde mich auf alle Fälle für dieses nette Webinar bedanken. Ich hoffe, Sie haben daraus etwas unter Anführungszeichen gelernt, im Sinne von, ich hoffe, ich habe Ihnen die wesentlichen Konzepte des EURAG-Berichts näher bringen können und damit eine Panoramik geben können, wie eben die Situation heute ist und wohin es in einem Morgen gehen könnte. Ich bedanke mich nochmals und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Wiederhören und gute Arbeit bzw. einen schönen Tag noch.